Ist vielleicht jetzt ein bisschen schwierig gegen die Sonne. Dort hinten war meine Aussicht. Auf dem Felsen da hinten. Dort ungefähr. Und das geht ja auf dem Weg einfach mal so weiter. Das ist alles Tschechien, was jetzt zu sehen ist. Hier, wo ich stehe, ist, ja, ich sag mal, 3 Meter Tschechien. Gehe ich 3 Meter rückwärts in dem Fall jetzt, bin ich wieder in Deutschland. Entlang von dem Weg hier gibt es immer wieder wunderschöne Aussichten. Ja, die Tschechen, die haben auch schon schöne Felsen. Oh nee, Treppen. Aber uralte Treppen. Und die muss ich jetzt hoch. Oder? Hier zwischen die Bäume durch, den Weg nach unten. Aber das kommt man nicht gar hervor bei dem Schnee. Das tue ich mir jetzt nicht an. Also hoch. Und dann nach unten. Also nicht für zarte Gemüter. Nicht für jemanden, der nicht laufen kann. Und nicht für jemanden, der keine ordentliche Ausrüstung hat. Tut's echt nicht an. Das könnte echt böse enden. Nein, ich hab's geschafft. Jetzt stapfe ich hier durch Schnee. Der geht mir fast bis zum Knien. Oh, aber ich hab's geschafft. Bin jetzt unten. Jetzt suche ich mir eine Pennkiste, eine Pennstelle. Und dann war's das für heute. Auf geht's. Naja, gestern Abend, das war dann wohl doch nicht so das Richtige. Ich habe mich einfach mitten in den Wald gefackt. Dort hinten, wo der helle Streifen ist, davor ist der Weg. Zwischen kleiner Hügel sieht man mich nicht. Ich wollte einfach noch ein Stück weiter, da hätte ich eine Wolke gehabt. Aber es war dann zu dunkel für meine Augen. Ich habe nichts mehr gesehen. Ist egal. Ich hatte eine wunderbare Nacht. Die war richtig schön. War warm. Es war einfach klasse. Außer mitten in der Nacht so um 1 rum kam eine Truppe Nachtwanderer. Laut. Richtig laut, die haben sich gegenseitig angebrüllt, weil sie sich nicht normal unterhalten konnten. Vielleicht geht das bei heutigen Menschen nicht mehr. Und, ups, jetzt bin ich im Schnee eingedrückt. Und dann blieben sie stehen. Das waren vielleicht 5, 6 Leute. Haben sie geraucht, das hat gestunken. Dann haben sie irgendwo eine Glasbulle zertappert. Und dann sind sie weitergegangen. Also, abartig. Die ersten Sonnenstrahlen. Es ist einfach schön. Also hier ist es noch schön. Aber Sie sehen, sind hier die Harvesterspuren. Da ich eh dort lang will, kann ich mir das ja mal ansehen. Erstmal muss ich sagen, auf den Harvesterspuren, wenn alles vereist, das läuft sich beschissen. Das ist echt eine Qual, was ich bis jetzt gesehen habe. Oder anders. Ich kenne ja zwar jetzt so allgemein die Gesetze, die man beachten muss, wenn man wandert. Was man darf, was man nicht darf. Ich kenne es nicht bis ins Detail, aber das ist nicht so schlimm. Womit ich mich noch gar nicht so viel beschäftigt habe, das sind diese Forstgesetze. Oder besser gesagt, was man daraus machen kann mit Verordnungen und Nationalpark, der hier ist und was man da tun und lassen darf und was nicht. Ich befinde mich hier in der Kernzone.
Und es ist ein Hauptweg hier, dieser, ich sag mal, Chunkstraße, nennen sie sich. Und da muss eine Verkehrssicherungspflicht, ist ein bisschen kalt hier, Verkehrssicherungspflicht gemacht werden. Das bedeutet, dass links und rechts der Straße Bäume gefällt werden. Das ist richtig. In irgendeinem Bundesgesetz steht aber drin, dass das so mal ganz locker 30 Meter links und rechts neben der Weg, Forstweg, Straße sein muss. Keine Ahnung, ob das wirklich so sein muss, in jedem Fall, und richtig ist. Jedenfalls werde ich das dann noch sehen, eingangs vom Video. Habt ihr ja gesehen, dass die Straße gesperrt ist. Jetzt ist Samstag, da sind keine Rodungsarbeiten. Aber vielleicht kann ich es euch so zeigen. Das sind keine Rodungsarbeiten und dadurch, denke ich, kann ich da mal durch. Sonst müsste ich noch mal zurück. Links und rechts geht es ziemlich weit hoch. Müsste ich über den Berg stapfen, dort über kleinere Wege und wieder runter. Und das muss ich mir jetzt nicht antun im Moment. So, wie ihr hier im Sonnenlicht seht, die Wege, die hier langlaufen, sind logischerweise links und rechts Bäume. Und dort sind sie grün, dort sind sie gelb. Nicht bloß wegen Sonnenlicht, sondern weil hier auch mal wieder unser allerliebster Helfer der Nationalparkverwaltung, der Mitarbeiter 2018, hier sieht man es noch deutlicher, der Bogenkäfer gewütet hat. Praktisch, die sind tot. Da kommt natürlich so ein Gesetz ganz gelegen, wo man die 30 Meter links und rechts vom Waldweg abforsten kann. Denn normalerweise soll ja die Kernzone vom Nationalpark hier völlig sich selbst überlassen werden. Darüber steht natürlich die Verkehrssicherungspflicht, ist einzusehen, ist auch vollkommen richtig. Und wenn der Burgenkäfer immer alles zerfressen hat, ja, warum dann die Bäume stehen lassen und das jetzt etwas minderwertigere Holz nie nutzen, ist völlig einzusehen. Richtig so. Aber jetzt kommt's. Klärt mich bitte auf, warum, wenn man Bäume fällt, sägt man die in der Höhe ab? Verstehe ich nicht. Es kann natürlich sein, dass da nochmal irgendwas durchgeht mit dem Harvester. Also die werden die Stuppen stehen gelassen mit einem 3 Meter langen Stiel dran. Die Bäume dazwischen werden dann aus dem Wald geholt, auf Länge gesägt. Ja, wieso sägen die die nicht ganz am Anfang ab, dort wo der Boden ist? Man kann sie doch ja, hier quer zum Weg legen, stört ja keinen. Und wenn sie in den Wald reinfallen, ja, eigentlich beim Harvester, der hebt den Baum raus, treten wir Brauch und legt ihn hin. Das ist also auch kein Grund. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also wer es weiß, wäre nett, wenn ihr mir das schreiben könntet. Ein paar werden stehen gelassen, ein paar fliegen raus. Das ist alles noch okay. Hier wiederum, da werden die Stuppen stehen gelassen. In der Höhe, denke ich, ist das normal. Bäume liegen im Wald, werden irgendwo rausgezogen, geschnitten, abtransportiert. Auch okay. Jetzt wird es schon wilder. So tot sehen die Bäume gar nicht aus, die hier stehen. Das sind gesunde Bäume. Und da hinten? Das werde ich näher zeigen. Hier ist definitiv Burgenkäferschaden. Da fällt der ganze Hang. Die Arbeiten sind jetzt erst am Anfang. Ob der ganze Hang dann abgetragen wird, weiß ich nicht. Ihr wisst, was jetzt noch uns bevorsteht hier. Da kommt noch viel auf uns zu. Und unter uns meine ich, die Leute, die selbst an Steingebirge
lieben, die kleinen Pfade lieben, die dann letztendlich alle weg sind. Hier geht zum Beispiel einer rein, wollte ich noch mitteilen. Ein Weg. Das geht jetzt hier weiter so. Um Felsen vorbei. Das war ein kleiner Eindruck, welche riesige Flächen der Borkenkäfer sich genommen hat. Und ein Baum mit so einer winzigen Krone, der bleibt stehen. Der hat auch keine Überlebenschance. Oder vielleicht, weil er jetzt frei steht, hat er eine. Dort hinten noch drei andere. Naja, der nächste Sturm schmeißt ihn um. Oder vielleicht auch nicht. Und hier wieder. Riesig hohe Stuppen. 3 bis 5 Meter Höhe. Warum? Kann man das gleich richtig wegnehmen? Ich habe keine Ahnung. Ist doch nicht so, dass die wieder austreiben. Das ist der Zugang zu den Weberschlichten oder Weberschlucht zur Webergrotte und so weiter. Dort ist ein Schild. Der wird natürlich irgendwann wieder hergestellt. Ist ja ein offizieller Weg. Im Moment unpassierbar. Keine Chance. Wenn das dann hier beräumt ist, ja, andererseits ein paar Jahre und das wächst wieder zu mit kleinen Bäumchen. Man sieht, durch die Fellarbeiten sieht man jetzt natürlich auch mal die Felsen, die hier stehen. Auch ganz schön. Na, also wie hier. Die hat man vorher nicht gesehen. Was ist nun schöner? Das ist keine Rückegasse. Ich sage jetzt nicht den Namen, das ist ein Zugang. Und der wird natürlich dann mit Kleinholz zugemacht. Womit ich beim nächsten Thema bin. Die ganzen kleinen Wege, man nennt sowas dann verhauen, bekommen quer über den Weg auf 100, 200 Metern Bäume gelegt, die dann den Wanderer hindern, weiterzukommen. Es gibt zwar relativ schnell Wege drumherum, aber manchmal wird es so gekonnt gemacht, dass man entweder eine Säge braucht oder sehr, sehr viel Geduld und Kraft. Damit hier keine falschen Vorstellungen passieren. Es geht mir nicht darum, wie das jetzt aussieht. Oder wie das aussieht, wenn die Bäume weg sind. Es geht mir einfach darum, euch das mal zu zeigen. Es sind landschaftsverändernde Maßnahmen, die hier getroffen werden. Und die Natur wird sich in ein paar Jahren bis Jahrzehnten erholt haben. Da sieht man nicht mehr viel davon. Es ergeben sich ja, wie ich schon sagte, richtig tolle neue Einblicke. Der Felsen dort oben war nie zu sehen. Waren immer Bäume davor. Und denkt euch mal jetzt die Bäume weg. Sieht doch schön aus. Also ich bin nicht gegen diesen Holzeinschlag. Aber hätte man nicht früher mal was gegen den Borkenkäfer tun können? Viele, viele Jahre früher. Vor 2010, da war der sehr, sehr gering, der Borkenkäfer. Und voriges Jahr 2018, durch diese große Hitze, hat er sich vermehrt. Und wenn ich richtig informiert bin, weit über 40 Hektar vernichtet. Hier ist alles toll. Und wieder diese Stuppen, diese hohen, wo ich keine Ahnung habe, warum. Die Hütte, die hat mal der Verein oder Verein der Interessengemeinschaft für Stiegen- und Wanderfreunde aufgebaut. Diese. Und die stand dort hinten im Wald drinnen,
hat man jetzt hier vorgestellt. Das ist ganz neu. Und das ist die, ich sag mal, windigste Stelle an dieser Lichtung. Oh, ich muss vorsichtig gehen, hier ist richtig glatt. Dabei hat man die Rückwand entfernt. Warum auch? Braucht man ja nicht. Der Regen kommt ja nicht von dort. Ja, und weil das auch eine ziemlich windige Stelle ist und ich muss die Hand wechseln, so. Von hier oben kommt Wasser runter, fließt genau hier lang. Die Seite hier alles ist dann irgendwo, ich sag mal, sehr, sehr feucht. Die haben die Hütte also an die feuchteste Stelle gestellt, die es gibt, hier in der Gegend. Damit es nicht ganz so nass ist. Ja gut, okay. Ein bisschen Borke reingelegt. Aber die Rückwand zu entfernen ist nicht besonders schön. Die Nationalparkverwaltung hat gesagt, unsere Hütten sind Schutzhütten und keine Schlafhütten oder keine Hütten, wo man länger verbleiben soll. Die sollen einfach nur vor dem Gröbsten schützen. Ja, wenn der Regen senkrecht fällt, ja, weht ein bisschen von der Seite, was hier üblich ist, dann eben nicht mehr. Hier geht es rein zum Richterschlichten. Kann man passieren, geht. Noch ein Schwenk. Wie gesagt, jetzt sieht es noch schlimm aus. Wenn die Bäume raus sind, dann ist das nicht mehr so schlimm. Und wie gesagt, das wächst doch wieder zu. Bis hoch, alles weg. Bogenkäfer. Ich bin hier an der Bushaltestelle. Kleiner Nachtrag. Füge ich dann gleich in das Video ein, wo es sich gehört. Es geht nochmal um die Hütte. Ich war in der Gaststätte hier, in der Buschmühle. Und da waren ein paar Wanderer. Und ich dachte, diese Burge, die in der Hütte liegt, gegen den matschigen Boden, den hätten die, die die Hütte versetzt, haben gleich reingemacht. Nee, war nicht so. Die Wanderer haben das gemacht. Ganz ordentlich, ganz schön. Hier nochmal, ich habe mich bei denen bedankt. Ganz öffentlich ein Dankeschön. Das sind Pfadfinder aus dem hohen Norden, aus Deutschland. Also, Jungs, habt ihr klasse gemacht. Danke euch. Jetzt ist es gerade mal schön zu sehen, wie es in 20, 30 Jahren aussehen könnte. Also hier, die Stelle, ist mit Jungbaumbestand. So wächst es dann überall wieder hoch. Wenn es nie wieder eine Borkenkäferinvasion gibt. Wie sagte man früher so schön in der Bibel, es werde Licht und hier wird mächtig Licht. Wer weiß, wo es ist, der kann ja auch mal in die Pestlichte gehen. Nur, da brauche ich jetzt schon ein großes Werkzeug. Oder man geht auf den Hang und drückt sich drumherum, was halt schwierig wird. Das sind die kleinen Wege. Einer der kleinen Wege. Da gibt es die Sandschlichte, helle Schlichte. Auf der anderen Seite geht es hoch zum Berg. Ah, ist mir gerade der Name entfallen. Ist egal. Und diese Wege werden auch zugemacht. Verhauen. Und das mal noch beispielhaft zu nennen. Jetzt habe ich es wieder, Torwalder Wende nennt sich's. Da gibt es etliche kleine Täler, die nach oben gehen. Die konnte man noch gehen. Und das sind genau solche Verhaue davor. Vor jedem. Und was bietet sich natürlich besser an, als wenn der Wald einmal hier so gemacht wird, das dann gleich zu nutzen. So eine Sperre kann auch so aussehen. Also die Bäume werden noch rausgenommen. Und Teile der Kronen bleiben liegen. Wieder diese komischen Stuppen. Und durch diese Kronen kommt natürlich keiner mehr durch. Schade drum. Alte Wege
kommen eben weg. Ja, und warum sollen die alten Wege weg? Es soll Platz geschaffen werden für Tiere, für die Natur, wo sie sich erholen kann. Und nicht, dass dort diese ganz vielen Touristen durchlaufen. Wobei die Wege kennt kaum noch einer. Auf vielen Karten gibt es sie schon nicht mehr. Und ich sage mal, wenn da im Monat mal einer durchläuft, oder zwei, und die Wege kennen, die lärmen dort auch nicht, die machen dort auch keinen Müll, die gehen einfach nur die Wege und genießen in der Natur. Ja, jetzt muss ich ja gucken, es wird glatt. Diese paar Leute stören die Tiere auch nicht. Ein Reh verkriecht sich kurz, der Fuchs guckt, das Wildschwein wartet ab, bis dieser unliebsame Wanderer vorbei ist. Und das ist auch erledigt. Jetzt ist wieder eine Ecke, wo alles nur halbwegs grün ist. Da wird nichts gefällt. Und dann kommt wieder ein Stück, wo alles umgehauen wird. Was ich bei solchen Maßnahmen nicht begreife. Warum wird erst gewartet, bis der Borkenkäfer, also in diesem Fall ist es der Buchdrucker, solchen massiven Schaden anrichtet. Also nicht nur hier auf dem Weg, wo ich jetzt bin, auf der anderen Seite der Torwalder Wende, also hinter diesem Berg, dort ist der ganze Wald abgestorben. Das hatte ich in einem vorhergehenden Video mal gezeigt. Das sind viele, viele, viele Hektar, mehrere 10 Hektar. Und das setzt sich weiter fort. Man merkt doch, die Leute sind hier unterwegs, die Ranger, die Förster, die Jäger. Man merkt doch, wenn ein Stück Wald vom Borkenkäfer aufgefressen wird. Da kann man doch dezent ein bisschen was rausnehmen, die Sache ist erledigt oder erstmal gebannt. Aber nein, das ist zu teuer. Einzelne Bäume rausnehmen, oh, vielleicht noch mit Rückepferden, kann keiner mehr bezahlen. Also lassen wir stehen, bis der halbe Wald weg ist. Dann kann man Harvester nehmen, da lohnt sich das. Bäume sind zwar selber weniger wert, aber das macht ja nichts. Das ist eine Riesenaktion, so wie hier. Und ja, da haben wir mal ein paar hundert Kubikmeter aus dem Wald raus. Gegen diese Großaktion habe ich was. Das ist das Schlimme. Ich bin wieder am Anfang von der Tour. Das Schild ist noch. Dort ist unser geliebtes Kernzonenschild. Dahinter ist die Einschlagszone. Und das schöne große Schild, was am Durchgang hindern soll, ist niedergetrampelt. Von den Wanderern. Der Harvester steht immer noch da und wartet auf seinen Einsatz. Naturschutz ist das eine, Wirtschaft ist das andere. Beides ist nicht vereinbar, das ist richtig. Aber Naturschutz über alles, bis hin dazu, dass dann, ich nenne das hier einfach mal Noteinschlag, dass sowas passieren muss. Einfach, weil es sich nicht lohnt, einzelne Bäume rauszunehmen. Wirtschaftlich. Dann verstehe ich den Naturschutz nicht mehr. Ich musste jetzt schlucken. Na gut. Hier ist es beräumt. So wird es dann überall aussehen. Also Weg, Freifläche, Wald. Also, mir ist die ganze Sache hier ziemlich auf den Magen geschlagen, muss ich ehrlich sagen. Ich jammere über Naturschutz. Ich freue mich über Naturschutz. Ich jammere über die Fellarbeiten. Ich freue mich auf anderer Seite auch wieder, weil dann vielleicht der Borkenkäfer nicht mehr so viele Chancen hat. Obwohl, so viele Chancen hat er ja alles aufgefressen. Das ist so, wie das in Zukunft aussehen wird, so wie es jetzt aussieht. Nee, das ist mir ehrlich gesagt wirklich, die Sonne blendet. So,
wirklich ziemlich auf den Magen geschlagen. Das muss ich verdauen. Die Interessengemeinschaft stiegen und Wanderfreunde bauten Hütte wieder auf, völlig in Eigenregie, auf eigene Kosten. Das Holz hat man vielleicht ein bisschen unterstützt uns, aber dann wird die Hütte woanders hingesetzt. Werden Teile rausgeklopft, die echt notwendig sind als Schutz. Und dann an eine Stelle, wo ich sagen muss, naja gut, nass. Nass ohne Ende. Hätte man sich auf Besseres einverlassen können. Klar, man hätte sie abreißen können. Weg ist sie. Ist auch schon vorgekommen. Hütte wird saniert. Und ein paar Monate später ist sie weggerissen. Erledigt der Fall. Auch schön. Nee. Wirklich, ich habe Bauchdrücken. Ich mache mich jetzt nach Hause. Ich bin ziemlich enttäuscht von der ganzen Geschichte hier. Kann mir vorstellen, wie es bei den Thorwalder Wänden dann aussieht. Wie es, ich nenne jetzt nicht alle Gebiete, aber da gibt es noch etliche, wie es dann dort aussieht. Nein. Tut mir leid, dass es so endet, das Video. Aber ich lasse es dabei. Macht's gut und danke, dass ihr mir zugesehen habt, die Geduld hattet mit mir und mir zugehört. Nächstes Mal wird's besser und das meine Laune auch besser. Bis bald.